Dieser Plan misslang in zahlreichen osteuropäischen Staaten und der Begriff Eiserner Vorhang wurde nach der Währungsreform in den westdeutschen Besatzungszonen zur Realität. Als Reaktion auf die Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen führte die Sowjetunion die Ostmark ein und sperrte die Transitwege nach West-Berlin. Die Versorgung der Stadt war nur noch über den Luftweg möglich. Alles lief auf eine Teilung Deutschlands hinaus, die im August 1949 mit der ersten freien Wahl zum ersten Deutschen Bundestag zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland und bald darauf zur Volkskammerwahl und Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, kurz DDR, führte.